Was für ein schöner Tag, sage ich mal, passend zu unserer Veranstaltung hier heute. Wir freuen uns euch sehr, dass wir so ein schönes Wetter haben. Da haben wir natürlich die Daumen gedrückt, dass das heute Abend klappt. Und ich denke, wir werden nachher noch ein paar schöne Stunden oder Minuten hinten am Kanal haben. Ja, wir freuen uns, dass wir wieder mal geschafft haben, im Wolfsburg Hauptbahnhof in der Kunststation ein neues Kunstwerk zu installieren. Es ist Art and Language, da geht es um Schriftform und Musik. Wir haben in den letzten Jahren das immer weiter vorangetrieben und sind mittlerweile zum 11. Mal hier vor Ort. Was uns besonders freut in diesem Jahr, dass wir zum ersten Mal es geschafft haben, mit unserer Kunststation in die DB Mobil zu kommen. Das ist so wie die Krönung in der Pressearbeit bei der Deutschen Bahn. Die DB Mobil erreicht ungefähr 1,3 Millionen Leser und hat eine Auflage von 500.000 Exemplare. Und man kann auch auf der Bahnseite mobil diese Zeitung weltweit reinschauen. Das, denke ich mal, ist ein großer Erfolg für unsere Arbeit, die wir hier zusammen mit der Städtischen Galerie über viele Jahre geleistet haben. Und wir werden heute im Anschluss mit unseren Gästen am Ausgang-Mittellandkanal diese tolle Arbeit in den letzten Jahren gebührend feiern. Dieses Mal haben wir zwei Künstler aus Großbritannien eingeladen, die Kunststation zu bespielen. Und die beiden gehören zu einer ganz, ganz wichtigen Gruppe, die in Großbritannien die Konzeptkunst initiiert hat. Also es sind schon zwei ältere Herren, deren Gruppe Art and Language sich im College in den 70er Jahren gründete und die eine Kunstrichtung verfolgt haben, die sehr provokant war. Und sie gelten auch als Bad Boys im Kunstgeschehen. Und dieses Mal haben sie dann für die Kunststation einen Text, einen Songtext, der mit Red Triola realisiert wurde, als Thema gewählt. Dieser Song heißt An Old Man's Dream, der Traum eines alten Mannes. Und wir zeigen ihn hier in Englisch und in deutscher Übersetzung. Der Text ist ziemlich abgefahren. Man bekommt im ersten Moment schwer ein Bild. Und das ist genau die Absicht. Wir möchten gerne, dass unsere Besucher und diejenigen, die hier in der Kunststation sich aufhalten, mit ihrer eigenen Fantasie Bilder erschaffen.